Jetzt schalten wir allerdings rüber, ich drücke auch auf die Taste. Und bevor wir in die Kaffeepause flitzen, kommt jetzt ein Gast von HSMI Events, der gehört zu uns dazu, wie eigentlich der Wetterbericht zur Tagesschau. Und es ist auch über die Jahre immer wieder interessant, was er mitgebracht hat in seinem Gepäck. Ich spreche hier über Peter Hense, dem ich hier gleich die Bühne überlassen möchte. Ich hole ihn erstmal hoch mit einem großen Jingle. Wir machen heute Jingle nochmal. Peter Hense! Grüß dich, Peter. Du kriegst noch eine Handmikrofon von mir, frisch desinfiziert. Ich hatte mir noch zur Anmoderation notiert, ich finde es ja schön, wenn man dich bei Google eingibt, kommt natürlich Spirit Legal, deine Webseite der Kanzlei. Als zweites aber Twitter ist das zweite organische Suchergebnis bei dir. Und bei dir vielleicht, ja. Das finde ich einfach großartig. Und dann kommt als viertes kommt Hochschule Bochum. Und dann dachte ich, oh, was macht denn der da? Das bist du aber gar nicht. Von daher, ich möchte jetzt gar nicht länger von deiner Zeit klauen. Wir überlassen dir die Stage für ein Legal Update, ein Klassiker auf den HSMI Days. Vielen lieben Dank, dass du heute wieder da bist. Und ich muss sagen, über die Jahre, früher noch Krawatte, Einstecktuch, dann nur noch irgendwann Einstecktuch. Jetzt in Jeans und T-Shirt, es ist großartig. Wir werden zwar älter, aber wir werden alle cooler. Ist das nicht toll? Sehr schön. Euer Peter, ich halte mich jetzt raus. Danke, wirklich tausend Dank. Oh. Und du musst noch mal kurz klauen. Diejenigen, die jetzt nicht heiß auf deinen Beitrag sind, den ihr auch im Netz noch später angucken könnt, auf der MyStage ist jetzt Elefantenrunde. Also MyStage, da betteln sich jetzt die großen Maisportale, das auch für diejenigen, die da ihre Aktien drin haben, geht rüber, gebt euch, das sollte ich unbedingt noch anteasern, weil ihr wisst, es läuft viel noch parallel und ich habe es vergessen vor lauter U-Bahn-Gerumpel. Aber jetzt ist es deine Bühne und ich gebe dir die Zeit hinten drauf. Ihr bleibt natürlich hübsch hier. Nein, also danke für die freundliche Anmoderation. Und ja, ich möchte mich fast ein bisschen entschuldigen für den noch Reiseaufzug, aber mein Zimmer war noch nicht frei und ich wollte mich nicht irgendwie auf den Gang umziehen und dann bin ich jetzt einfach so geblieben und denke, es tut aber auch niemanden. Kommt der Style cool an? Gib mir mal einen Applaus. Okay. Kompetenzschicht. Ich habe so gedacht, wenn in Zeiten von Zoom und Teams-Meeting sowieso immer nur die Gesichter eingeblendet werden, daran kann ich ja auch mit allem Umziehen nichts ändern. Insofern müsst ihr damit leben. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein, ein Legal Update zu geben. Ganz entgegen meiner sonst üblichen Art und Weise musste ich ja die Slides diesmal schon viel, viel eher einreichen. Ich habe aber trotzdem die Pausen und Vorgespräche genutzt, noch so ein paar Punkte mit aufzunehmen und gelegentlich mal mit einzuflechten. Achso, jetzt habe ich keinen Klicker, ne? Oh, warte doch, hier ja. Ganz frisch hergestellt für dich. Jetzt kriegst du so viel Ausrüstung hier. Soll ich dir klicken? Soll ich das für dich machen? Ich mache das. Machen wir so, genau. Deswegen, ich muss ja irgendwo das Zeug auch aufschreiben. Kannst schon in die nächste Slide, genau das bin ich, wenn ich, also vor der Pandemie, als es noch sich gelohnt hat, Anzüge zu tragen, gerne eins weiter. Das ist ein Stück weit Hintergrund zu dem, was unser Team so macht, also sehr, sehr engagiert im Travel-Bereich und das trotz, sage ich mal, trotz der Krise, halt nur vielleicht mit einer kleinen Verschiebung der Gewichte. Diejenigen, die wir beraten im Bereich Reisevermittlung und Reiseveranstaltung, die sind tatsächlich in der Krise teilweise gewachsen, haben ihren Marktanteil ausgebaut. Bei den Hotels ist es meistens ein Stück weit, sage ich mal, Schadensbegrenzung gewesen. Aber auch da, die meisten haben sich ganz gut durchgerettet. Und bei so einem Legal Update, das soll alle möglichen Themen, alle möglichen rechtlichen Themen mal anreißen. Allzu sehr in die Tiefe kann ich bei manchen Sachen nicht gehen, stehe aber am Ende auch gerne noch für Fragen hier zur Verfügung. Und ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, weil der immer und immer und immer wieder kam und jetzt fast 3 Jahre nach Einführung der Pauschalreiserichtlinie auch wieder wichtiger wird, und zwar ist es wirklich genau dieses Thema Pauschalreiserecht und warum das Arrangement, das so eine klassische Hotelleistung ist, eigentlich am Ende sein soll. Gerne. Danke. Genau, denn das muss man sagen, die Arrangements sind ja Pauschalreisen. Was ist das eigentlich damit gemeint? Es gibt im BGB eine Definition zur Pauschalreise, an die auch die Hotels sich halten müssen. Also ich habe entweder eine Beförderungsleistung, eine Beherbergung, einen Mietwagen und noch eine andere touristische Leistung. Wenn mindestens 2 davon kombiniert werden, bei Hotels typischerweise die Übernachtung plus irgendetwas anderes, das kann sein der Eintritt in eine Therme, das kann ein Skipass sein, das kann das Silvesterdinner mit der Starköchin sein oder ein Jodelkurs. Und automatisch habe ich,
wenn ich das zu einer Übernachtung hinzufüge, eine Pauschalreise gebaut. Das ist vielen gar nicht so bewusst und insbesondere was dann nämlich die Hauptleistungspflichten sind, die daraus entstehen, das fällt dann nur gerade jetzt in Zeiten der Pandemie auf, wenn plötzlich gesagt wird, Mensch, aber zu dieser Hochzeit, die ich bei euch die Räumlichkeiten gebucht habe, da haben wir doch auch noch eine Band dazu gebucht und im Übrigen auch noch einen Golfkurs dazu gebucht. Das ist doch alles eine Pauschalreise, ganz andere Regeln, keine Stornogebühren zu zahlen, Reiserücktritt möglich und im Übrigen Mängelgewährleistung. Das kannten die Hotels bislang so nicht und das kennen viele Mais-Anbieter, sage ich jetzt mal vorsichtig, Veranstalter, eben auch nicht. Das heißt nämlich, wenn ich ansonsten eine Übernachtung anbiete, bin ich eben nur dafür verantwortlich, dass das Zimmer da ist und dass das Zimmer einigermaßen passt. Ich kann es auch austauschen, so ein Haus wie hier, 500 Zimmer, kann mir ein neues zur Verfügung stellen. Wenn ich anfange, das zu kombinieren, hafte ich auch für die Erfüllung dieser zusätzlichen Leistungen. Wenn der Jodelkurs ausfällt, der Yogakurs ausfällt, weil die Lehrerin krank ist, wenn der Skipass mitverkauft wird, aber der Skilift nicht fährt, dann kann ich von der Reise insgesamt zurücktreten oder massiv mindern. Und das schlägt auf die Buchung durch, das schlägt eben auch auf die Bottomline durch. Und was noch dazu kommt, ich muss mich natürlich absichern. Wenn der Skilift nicht gesichert ist, auf dem E-Day 2018 hatten wir das mal alles ausgeführt, der Skilift ist wie der Hotelpool. Wenn der Skilift nicht richtig funktioniert, jemand ausrutscht, sich ein Bein bricht, hafte ich als Hotel, weil ich den Skipass mitverkauft habe, aus der Veranstalterhaftpflicht heraus. Damit ich mich dagegen versichern kann, muss ich eine Versicherung abschließen. Bietet sich an. Und zum Schluss, zum Glück, die letzten 3 Jahre war es ein Riesenthema, nämlich der Insolvenzschutz. Wenn ich Pauschalreiseveranstalter bin und vorab Geld einnehme, muss ich das auch absichern. Sogenannte Reisesicherungsschein, von manchen auch als Veranstalterlizenz bezeichnet. Das ist nicht ganz richtig, jeder kann Veranstalter werden. Aber wenn ich Geld einnehme, vorab Zahlungen einnehme, muss ich mich eben gegen Insolvenz schützen. Und im Zuge der Covid-Krise haben ganz, ganz viele, also erst die Thomas Cook-Pleite, dann die Covid-Krise, haben ganz, ganz viele Versicherer gesagt, wir versichern euch alle nicht mehr, den Hotels gekündigt und jetzt standen ganz viele im Regen. Nicht nur Hotels, sondern auch tatsächlich kleine Reiseveranstalter, Busveranstalter, sonstige. Es gibt eine Lösung, die habe ich auch da ganz aktuell, der Reisesicherungsfonds der Bundesregierung neu aufgelegt. Da muss jeder, der Reiseveranstalter ist und mehr als 10 Millionen Umsatz macht, mit dran teilnehmen und muss den aber auch auffüllen aus den eigenen Umsätzen. Und alle anderen, die von ihrem Veranstalterumsatz, das heißt, wer mit Arrangements weniger als 10 Millionen Umsatz macht im Jahr, der kann mit diesem Reisesicherungsfonds einen eigenen Sicherungsvertrag abschließen oder eine Versicherung finden, die ihn versichert. Das sind aber nicht viele. Es sind sogar sehr, sehr wenige. Und auch hier ist es wichtig, dass Liquidität nachgewiesen wird. Also ein ganz wichtiger Punkt, wer der Meinung ist, man könne so ein paar Sachen kombinieren, um eben Arrangements anzubieten, insbesondere so was wie eben jetzt Silvesterdinner oder Weihnachtsdinner, muss aufpassen, dass es hier nicht zu Problemen kommt, insbesondere die Sicherungen nachgewiesen werden. Es gibt noch einen weiteren Punkt, der unglaublich langweilig ist, bevor ich zu den schönen Themen komme. Und zwar ist das zum Beispiel das Thema Melderecht. Da war es nicht ganz so schwierig. Wir haben zusammen mit AVS und dem DTV Ende letztes Jahr und Anfang dieses Jahres dann publiziert, FAQ zum Thema elektronischer Meldeschein gemacht. Und diese FAQ beinhalten jede Menge an Informationen zu dem, wie ich den elektronischen Meldeschein im Hotel tatsächlich einsetzen kann. Ich nehme das Fazit vorweg, es funktioniert nicht. Es funktioniert rechtssicher nicht, es geht nicht. Also wer diesen elektronischen Meldeschein, und ich weiß, die IHA hat darum sehr gekämpft, dass der überhaupt eingeführt wird, wer das versucht rechtssicher umzusetzen, der gibt entweder ganz viel Geld aus und muss immer noch sehen, dass derjenige, der den Papiermeldeschein ausfüllt, damit 3-mal schneller ist, oder verzweifelt an der Technologie. Also ganz schwierig momentan, also ohne ein massives Update und ohne eine massive Deregulierung beim Melderecht, wird es auch in Deutschland keinen rechtssicheren Mobile Check-in geben. Und beim Thema rechtssicher, da geht es mir nicht darum, dass Sie Ihre Meldepflichten nach dem 2930 Bundesmeldegesetz nicht erfüllen, sondern geht es ja darum, dass ein Bettensteuerthema immer ansteht. Auch wenn momentan wenig geschlafen wird, aber die Bettensteuer ist ja deshalb nicht aus der Welt. Wir haben Fälle, in denen Mängel beim Online-Check-In dazu geführt haben, dass die Steuerbehörden entsprechende Steuerschätzungen vorgenommen haben, weil sie gesagt haben, ihr habt eure Kunden nicht tatsächlich authentifiziert. Also
Augen auf dabei und im Zweifel den Dienstleister in Anspruch nehmen. Wichtig und vor allen Dingen für auch hier wieder für die Einnahmenseite von Entscheidungen sind das Thema Verträge. Verträge in der Pandemie, das ist ein Drama. Seit März 2020 immer wieder die Diskussionen, können die Gäste kostenfrei stornieren? Muss denn die Veranstaltung, wenn sie denn schon abgesagt wird, für mich auch wirklich ohne Einnahme bleiben? Kann ich nicht einen Teil bekommen? Gleiches für die Gäste, für die Firmen, die Veranstaltungen gebucht hatten und jetzt sagen, ich will da aber nicht 90% zahlen, obwohl sie es unterschrieben haben per Vertrag. Und da zeigt sich ganz klar, da sind drei Probleme für die Hotels. Ich habe den Reisenden, ich habe die eigenen Leistungsträger. Mit Leistungsträger meine ich zum Beispiel ein Energieversorgungsunternehmen, das einem Hotel Strom zur Verfügung stellt und dann sagt, passt mal auf, die Hotellerie ist für uns generell keine Branche mehr, mit der wir Verträge machen wollen. Du fällst zurück auf die Grundversorgung und zahlst ab sofort für die Kilowattstunde den Standardpreis. Sagen wir mal 30 Cent, 35 Cent die Kilowattstunde. Was das für eine Therme zum Beispiel bedeutet, könnt ihr euch leicht ausmalen, ist nicht besonders lustig. Und dann kamen ja noch die Vertriebspartner dazu, wir hatten es gehört, die Zwangsstorno durch ein Expedia zum Beispiel oder auch durch ein Booking.com. Hier haben wir tatsächlich in zwei Fällen im letzten Jahr, nur zwei von hunderttausenden Fällen, aber in zwei Fällen tatsächlich auch das Geld für die Hotels wieder zurückklagen können. Da haben die OTAs auch ein Einsehen gehabt, dass das tatsächlich rechtswidrig war, was sie dort an Stornos, insbesondere, ich sage jetzt mal, Reisende aus China oder aus Japan, die nicht kommen konnten aufgrund lokaler Einreisebeschränkungen, dass sie das Geld den Hotels nicht hätten einfach abziehen dürfen. Wenn man sich das jetzt anschaut, und die Fragen kamen jetzt auch gerade nochmal so zwischen Tür und Angel im Vorfeld, wie sieht denn das jetzt eigentlich aus? Es hat jemand eine Reise gebucht oder es haben Leute eine Veranstaltung gebucht, Maisbereich, ich sage mal so, teilweise sehr hohe sechsstellige Beträge für solche Veranstaltungen sind geflossen und jetzt fällt die Veranstaltung ins Wasser, die Veranstaltung selbst oder der Anlass. Und da gibt es tatsächlich eine ganz aktuelle und nicht besonders für die Hotellerie, nicht besonders schöne Entscheidung aus Köln, und zwar vom dortigen Oberlandesgericht. Ging es nämlich darum, dass ein Unternehmen anlässlich einer Messe eine Reihe von Übernachtungen im Hotel gebucht hatte und das Unternehmen jetzt sagte, die Messe ist ausgefallen, wir stornieren. Vertraglich vereinbart waren 90% nach einer gewissen Anlaufzeit, 90%. Das hält AGB-mäßig in der Regel auch ganz gut fort, dass ich 90% zumindest bekomme, weil 10% ersparte Aufwendungen habe ich in der Regel immer. Und das Unternehmen sagt jetzt aber, wir zahlen das nicht. Die Preise von 400 Euro die Nacht, die hatten mit der Messe zu tun. Die Messe findet nicht mehr statt. Das zahlen wir euch alles nicht mehr. Und das Gericht hat tatsächlich gesagt, passt mal auf, das ist für alle eine blöde Situation. Und für dich, Hotel, wird es jetzt gleich noch blöder, denn wir reden hier von einer sogenannten Störung der Geschäftsgrundlage. Und diese Störung der Geschäftsgrundlage, das ist ein unvorhersehbares Ereignis. Diese Pandemie ist eine globale, unangenehme Situation für alle. Und wir sagen, für beide Seiten unvorhergesehen und nicht verschuldete Situationen tragen beide Seiten 50% des Risikos. Das heißt, du Hotel, das möglicherweise schon 70% der Kosten hatte und mit dem Rest versucht hat, Gewinn zu machen, du kriegst trotzdem plus 50%. Und der andere, der es schon budgetiert hatte, das Unternehmen, das halt Leute eingebucht hatte, kann die Hälfte seines Geldes sparen. Kann man fair finden? Ich finde es deshalb nicht fair, weil die Gerichte momentan extrem zurückhaltend sind, was das Thema Störung der Geschäftsgrundlage angeht, wenn es nicht um die Reisenden geht, sondern um die Hotels geht, die gegenüber ihren Vermietern sich darauf berufen wollen und sagen, passt mal auf, ich habe keine Einnahmen. Ich kann die Pacht nicht mehr in der vorhergesehenen Höhe zahlen. Und da gibt es momentan halt wirklich einen sehr, sehr starken Kampf an dieser Stelle. Man muss halt nur sich auf diese Rechtsprechung einstellen. Das OLG Köln, wie gesagt, frische Entscheidung, noch aus dem Mai die Gründe jetzt veröffentlicht. Wer jetzt hier im Westen Deutschlands unterwegs ist, für den hat das Urteil auf jeden Fall eine relativ hohe Relevanz. Rechnen Sie also damit, dass Sie immer 50% der Buchungen bei kurzfristigen Stornos trotz AGB verlieren können. Was kann ich machen? Ich kann mit Vertragsgestaltung darauf hinwirken, auch schon in einer Buchung, darauf hinwirken zu sagen, passt auf, alle Buchungen, die du jetzt machst, erfolgen im vollen Bewusstsein,
dass Reiserestriktionen, dass Restriktionen hinsichtlich Veranstaltungen eintreten können. Und in Anbetracht dieses Risikos führst du die Buchung natürlich trotzdem durch. Diese Fälle sind bisher noch nicht entschieden worden. Es könnte sein, dass sie dann nicht bei 50% rauskommen. Man sollte auf jeden Fall bei langfristigen, bei großvolumigen Buchungen darauf hinwirken, hier auch seine Gäste darüber aufzuklären, damit man im Zweifel eben nicht auf den Kosten sitzen bleibt. Ein Thema, das immer wieder und immer auch krisenfest ist, das ist, wenn Kreative den Hang zur Geschäftsmäßigkeit entdecken. Und mit Kreativen meine ich Urheberrechtsinhaber. Urheberrechtsinhaber, denkt man sich, wer ist denn das? Sind das so diese Profi-Fotografen? Aber nein, jeder, der ein Knipsfoto mit seinem Handy schießen kann, ist auch tatsächlich schon Urheber. Urheberrechtlich geschützt ist ganz, ganz vieles. Ich bin mir nicht mal sicher, ob nicht vielleicht dieser Innenraum mit seiner Konzeption nicht sogar urheberrechtlichen Schutz genießt. Denn das sind alle Ergebnisse kreativer Arbeit. Texte auf jeden Fall, sobald sie eine gewisse Schöpfungshöhe haben, Fotos nahezu immer, Videos nahezu immer, Gebäude, aber eben auch Möbelstücke haben einen automatischen Schutz, sobald sie eine gewisse eine Eigenart haben. Das führt dazu, dass manchmal Fotos aus Hotellobbys wegen Urheberrechtsverletzungen abgemahnt werden, weil darauf urheberrechtlich geschützte Möbelstücke zu sehen sind oder eine Innenraumkomposition. Sollte man aufpassen, dass also nicht nur das Bild selbst, selbst wenn der Fotograf man selbst war, sondern dass auch eben die Motive, die abgebildet sind, einen Schutz haben können. Das ist überraschend, genauso überraschend ist es, und lassen Sie sich da von Ihren Agenturen nichts anderes einreden, dass Webdesign wiederum in der Regel keinen Urheberrechtsschutz genießt. Auch da gibt es ständig Diskussionen. Webdesign in der Regel, wenn es nicht selbst Kunstwerke enthält oder eben Fotos enthält, ist es selten geschützt, bis nie. Für Anwaltstexte gilt das auch, die sind generell nicht kreativ und schutzwürdig, sagt die Rechtsprechung. Damit müssen wir leben, Anwälte und Richter sind nicht beste Freunde. Was sind die aktuellen Herausforderungen im Urheberrecht? Im Urheberrecht erleben wir gerade eine Welle, aus verschiedenen Gründen getrieben, dass Bilder verwendet werden, teils aus freien Datenbanken, teils aus, ja, aus dem Netz selbst, teils über die Google-Bildersuche, wo dann steht, sie kann man kostenlos verwenden. Und dort wird aber der Urheber nicht angegeben oder die Urheberin. Und das ist ein Problem. Zum einen, weil dieses Recht als Urheberin benannt zu werden an dem Werk selbst, und das heißt also am Foto direkt der Name des Schöpfers oder der Schöpferin anzugeben, das ist das ureigene Recht eines jeden Urhebers, einer jeden Urheberin in Deutschland. Auf das kann ich nur vertraglich verzichten und das sollte ich dokumentiert haben. Wenn ich das nicht mache, ist die Verwendung des Werkes ohne Urheberbenennung rechtswidrig und eben kann abgemahnt werden. Das ist ein Problem, weil wir reden hier zwar nicht von viel Geld, was das kostet, aber das sind im Einzelfall zwischen einigen hundert und im schlimmsten Fall, sage ich mal, habe ich jetzt 15, 20 Bilder auf meiner Seite, sind das eben einige 1000 Euro bis zu 15, 20.000 Euro, was wir dort schon gesehen haben, die allein aufgrund der fehlenden Urheberbenennung kommen. Und warum machen das Leute? Warum sind Leute so aggro und sagen, das steht aber nicht Klaus Müller? Verzeihung an alle Klaus Müllers, die es gibt, aber es soll jetzt ein generischer Name sein. Warum steht da nicht der Name dran? Das hat was damit zu tun, dass es auch ein Plattformproblem gibt im Bereich der Urheberrechte, der Lizenzen. Da hat eine Plattform die andere übernommen und mitunter auch nicht die Kreativen gefragt, deren Bilder auf der einen Plattform zu Lizenzbedingungen A waren und plötzlich über eine andere Plattform zu Lizenzbedingungen B weitergegeben werden. Und der Glaube, dass ich bei Adobe zum Beispiel ein Bild kaufen kann und das ist frei von Rechten Dritter, das ist ein guter Glaube, aber darauf kann man sich leider nicht verlassen. Denn auch dort wurde eine rechte Clearance nur in einem ganz geringen Maß betrieben. Das heißt, es gibt dort weiter bestehende Rechte und ich habe auch leider keinen wirklich guten Tipp, außer Fotos selber schießen, um hier davor wirklich sicher zu sein. Ein weiteres Thema, das ist die Verwendung von solchen Fotos von Fotoplattformen, zum Beispiel in Social Media, weil ich bei Social Media, bei den großen Anbietern, bei den Facebooks, also Instagram, WhatsApp zählen dazu, und TikTok und auch Twitter Unterlizenzen erteile. Aber zur Erteilung von Unterlizenzen bin ich in der Regel bei einem einfachen Nutzungsrecht gar nicht befugt. Da müsste ich eigentlich ein
vollständiges erweitertes Nutzungsrecht haben. Diese Rechte kann ich teilweise auf den Plattformen auch kaufen. Dann kostet aber ein Bild nicht mehr 3 Euro, sondern 300 Euro. Das haben die wenigsten getan. Ja, und was ich hier oben auf der Folie stehen habe, das ist tatsächlich eine AGB-Änderung, die ein Vertriebsportal in der Hotellerie unterjubeln wollte, 2021, der ein oder andere mag es erkennen. Wer nicht, sollte mal seine kürzlich geschlossenen OTA-Verträge durchgehen. Und da steht wirklich drin, quasi, ich habe ein nahezu lebenslanges und weil unbefristetes Recht an dem gesamten Content der jeweiligen Website. Und dazu zählen Marken, Name und tatsächlich eingetragene Marken und Materialien, das heißt Bilder und Texte. Wer sowas unterschreibt, hat ein Problem, weil gegebenenfalls das Portal dann losgeht, den eigenen Content sich scrapt und auf anderen Seiten weiterverbreitet. Und dann kommt vielleicht der Urheber zumal zu dem jeweiligen Hotel zurück und sagt, sag mal, an wen hast denn du das weitergegeben? Und wieso liegt das bei dir? Und man haftet dem Portal gegenüber sogar noch für eventuelle Abmahnung. Das war 2021. Ich bin gespannt, wann das ganze Thema bei uns dann wieder aufschlägt. Gerne weiter. Genau. Apropos Rechte, absolute Rechte. Markenrecht ist ja auch sowas Schönes. Ne? In den letzten Jahren habe ich immer mal ein bisschen einen Ausflug dahin gegeben, dass Hotelnamen ja auch geschützt sind. Auch ohne, dass ich sie gesondert als Marke eintrage. Aber wenn ich dann schon mal so einen klangvollen Namen und eine klangvolle Marke habe und sich dann Dritte draufsetzen, ich habe hier auf der linken Seite mal das schöne Dauerbeispiel von den Kempinskis mit dem Adlon gegeben. Wenn man Adlon Berlin sucht, und das ist, glaube ich, eine ganz klassische Google-Suche gewesen, dann kommt tatsächlich nicht eine einzige Anzeige vom Adlon selbst, sondern das sind alles Drittanbieter, das ist ein Booking, das ist ein Trivago, die gibt es noch, und ein TripAdvisor und auf der Mobilansicht kommt sogar auch noch Secret Escapes mit dazu. Bei der Secret Escapes Anzeige habe ich drauf geklickt vorhin gerade, da komme ich nur auf eine Landingpage und da steht dann dezent, dass das Angebot abgelaufen ist. Man könne sich aber ähnlich schöne Luxushotels wie das Adlon zu Spottpreisen in Ägypten buchen. Siehe hier und da und dann kommen dann so 5 Bilder und Angebote von diesem Ramsch-Ratenhändler, der meint, die seien beachtenswert. Warum macht man sowas? Warum tut jemand sowas? Warum tut das Secret Escapes, muss damit leben, die wissen das auch. Warum tun die sowas? Ist ganz einfach, ein paar Gründe habe ich hier abgebildet. Das Buchen auf generische Keywords, wer sich ein bisschen mit SEA auskennt, weiß, das Buchen auf generische Keywords ist sehr teuer und wenig lukrativ. Also wenn jemand Hotel Frankfurt oder Hotel Düsseldorf oder von mir aus auch Airport Hotel Düsseldorf eingibt, der wird es schwer haben, lukrative Conversions zu erzielen. Also Buchungen zu erzielen, die das Marketing-Spend wieder reinholen. Deshalb suchen sich Portale, die selbst gar keinen relevanten Markennamen haben. Ja, selbst Booking.com hat ja eigentlich gar keinen richtigen Markennamen. Das heißt ja nur Booking. Mittlerweile zwar als Marke eingetragen, aber auch nur in einem ganz eng begrenzten Umfeld. Aber die leben halt von den Marken anderer, von dem guten Ruf anderer. Und deshalb klicken natürlich Kunden gerne auf eine Anzeige von einem Adlon, weil sie denken, es ist das Adlon, kommen aber woanders raus. Und damit hat man Klickkosten gespart, weil was hatten wir hier beim Adlon? Luxushotel Berlin dürfte der Klickpreis deutlich höher liegen als auf Adlon Berlin. Genau. Darf man sowas machen tatsächlich? Auch das will ich gar niemanden langweilen. Das kommt ziemlich drauf an. Normalerweise gar nicht, es sei denn, es ist vertraglich gestattet. Jetzt haben aber viele Portale vor allen Dingen und viele Vertriebspartner so einzelne Klauseln untergeschoben und leben damit und recht gut, dass man in der Hotellerie der Meinung ist, man müsse ja Verträge, die man unterschreibt, vor allen Dingen solche auf Englisch gar nicht genau lesen. Und wenn man sie dann doch mal liest, findet sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann doch eine Klausel. Führt aber dazu, dass hier an dieser Stelle ein Verlust über die eigenen Marken- und Namensrechte eintritt, zumindest solange man einen solchen Partner hat und diese Partner sich auf dem eigenen Namen eigentlich eine goldene Nase verdienen. Obwohl dieses Business auf Brand zu bieten, man als Hotel ja selbst machen könnte. Da kommt aber noch was anderes dazu, nämlich das Thema Preis. Und da sind wir beim Thema Wettbewerbsrecht. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht sogar auf dieser Bühne war, schon mal vor ein paar Jahren. Da hatte jemand aus dem Publikum an eine Vertreterin von Booking.com die Frage gestellt, wenn Sie keine Angst haben als Booking.com vor Amazon und auch keine Angst haben vor Google, warum haben Sie Angst vor dem besten Preis auf der Hotelwebseite? Und da können wir gerne mal reinschauen.
Ich habe jetzt ein Beispiel, ist jetzt knapp 5 Tage alt, genommen, einfach mal zu Hotel Hamburg gesucht und auf Booking geschaut und gedacht, ach, die werden doch bestimmt ein schönes Beispiel haben für wettbewerbsrechtlich problematische Preiswerbung. Kennt man hier im Streichen gar nicht so richtig erkennbar, doch, denke ich, sind 879 Euro und ich denke mir, wow, für, glaube ich, 3 Nächte, da habe ich ja richtig fett gespart, wenn ich nur 440 zahlen muss. Dieser Preis ist natürlich ein völliger Fantasiepreis aus einer anderen Zeit für eine andere Kategorie, Präsidentensuite. Aber ich habe natürlich das Spargefühl bekommen und es gibt nichts, was besser zieht online, was mehr Klicks und mehr Conversions generiert als Streichpreise. Auch wenn der Bundesgerichtshof schon vor Jahren gesagt hat, ein durchgestrichener Preis muss einer sein, der schon mal tatsächlich gefordert wurde, was natürlich bei Preisen, die live errechnet werden, zum Beispiel live nach Verfügbarkeit berechnet werden, fast nie der Fall ist. Also kann es eigentlich praktisch keine Streichpreiswerbung geben. Das geht weiter. Ich wusste nicht, dass wir im Maritim in Düsseldorf sind. Ich hatte das einfach als Beispiel genommen, auch das letzte Woche. Geht aber gar nicht um Maritim selbst oder ein Problem, dass die Kette hier hat, sondern ein generelles Problem, wenn ich jetzt nämlich mal nach Preisen suche, hier wettbewerbsrechtliches Thema, wenn ich nach Preisen suche über Google Desktop, und dann komme ich hier auf unsere ihre Micro-Site, die Google ja für jedes Hotel so freundlicherweise angelegt hat, um den Traffic abzulenken von der Hotel-Webseite. Dankeschön an Google dafür. Und dann kommt man dazu und dann stehen hier Preise angegeben. Und da steht zum Beispiel oben ein Feindhotelpreis für 56 Euro. Und da denkt sich doch der Nutzer, klicke ich mal drauf. Auf der nächsten Seite haben wir das mal geöffnet, was da eigentlich steht. Und nachdem auf der ersten Seite kein Hinweis zu finden war, auf der zweiten Seite steht dann da, wow, Mitgliederpreis, was auch immer das ist, Mitgliedspreis. 56 Euro. Auch hier wieder ein schöner Streichpreis, wozu auch immer. Noch nicht mal ein Booking ist damit gegangen bei diesem Streichpreis. Und ganz weit unten sind ich auch noch 54 Euro über trip.com. Und dann kommen wir gerne noch mal weiter zu einem Punkt, wo ich mir sage, Mensch, wir diskutieren seit so vielen Jahren darüber, dass es ganz essentiell ist für, ich sag mal, für die Frage, ob ich rote oder schwarze Zahlen schreibe, dass ich meine Preise im Verkauf im Griff habe. Ich stelle mich wirklich vor die Frage, wie viele Hotels das so gut können. Denn erklärbar, dass oben bei Feindhotel, einer Metasuche, ein niedrigerer Preis steht mit 56 Euro als auf der eigenen Website vom Maritim oder bei trip.com sogar noch ein Preis steht, der noch tiefer ist. Können wir nochmal die nächste Slide anschauen. Maritim, das ist nämlich ein Maritim-Mitgliedspreis, 56, knapp aufgerundet. Nächste Seite, komme ich auf trip.com und da taucht dort ein ominöser Rabatt auf. Ein Rabatt, den man sich eigentlich nur ganz, ganz schwer erklären kann. Woher kommen diese 12,35 Euro, die mir hier geschenkt werden? Ich kann das Pad ablegen, sind die Notizen weg? Geht das hier? Ja, genau, mache ich. Achso. Genau, und dann schaue ich mir das an und kann das natürlich nicht erklären. Ich habe ein paar Ideen, woher das kommen kann, ein paar Vermutungen, die will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Punkt ist der, wenn ein Reisevermittler anfängt, an den Preisen zu drehen, dann ist das deutsche Finanzamt eigentlich bis zu der Grenze von so zwischen 8-10% relativ nachsichtig. Sobald ich aber diese Grenze überschreite, bin ich nicht mehr Reisevermittler, sondern werde ich Händler. Und unterliege auch einer anderen Art der Besteuerung. Ob das den zumeist ausländischen Gesellschaften so bewusst ist, dass sie hier eigentlich ein Steuerproblem haben, ich formuliere das ganz vorsichtig mit dem Steuerproblem, kann ich nicht sagen. Für die Hotels ist es jedenfalls ein Problem, dass auf den Meta-Angeboten andere rabattierte Raten anbieten, rabattiert möglicherweise aus der Kommission, rabattiert möglicherweise, indem sie einen eigenen Mitgliedspreis anbieten, kann ich schwer natürlich sagen. Wir hatten das in der Vergangenheit vor 2 Jahren mal deutlich angegriffen. Die Gerichte sind da auch relativ schmerzfrei. Man darf nicht mit Preisen für Übernachtungen werben, die nicht erzielbar oder nicht existent sind. Klingt banal, ist aber gar nicht so banal. Da ging es darum, dass hier Mitgliederpreise beworben wurden, obwohl die eben nur nach nachträglicher Anmeldung erzielbar waren. Ganz zum Schluss noch ein ganz kurzer Ausflug in den Bereich Datenschutz, weil der Datenschutz ist uns nämlich wichtig, sagt Expedia. Und deswegen machen sie auch so ein schönes Cookie-Banner, bei dem ich eine richtige Auswahl habe und auf dem ich sagen kann, ich akzeptiere oder verlasse die Seite. Und ich kann das akzeptieren. Im Hintergrund sind schon mindestens eine ganze Reihe von Trackern aktiv.
das ist ein Thema, die Cookie Walls nerven, glaube ich, wirklich jeden. Die sind wirklich für jeden sehr, sehr belastend. Eben auch tatsächlich für Conversion auf Landing Pages macht das natürlich keinen Spaß. Ein Punkt, den man sich vor Augen halten sollte, ist, das, was Sie dort sehen, in der Regel hat das mit dem, was die Rechtslage ist, was das Recht erfordert, nichts zu tun. Der erste Layer von so einem Cookie, der muss schon alle Informationen beinhalten, von so einem Cookie-Banner schon alle Informationen beinhalten, die ich tatsächlich brauche. Und wenn die nicht vollständig ist, ist es bereits eine rechtswidrige Datenverarbeitung. Als Takeaway für die HSMA könnt ihr euch das mitnehmen, könnt euch mal anschauen, was auf dem ersten Layer mindestens gehört. Ich kann da auch mehr drauf packen. Logo steht nicht dabei, Foto vom Koch auch nicht. Aber Mindestinformationen. Alle Cookie-Banner, die diese Informationen nicht drauf haben, sind schon mal per se ein Problem. Kann man mal an die eigene Digitalagentur weitergeben. Im Hotel Datenschutz, nur ein kurzer Ausblick. Der Datenschutz wächst aus den Kinderschuhen. Es schlagen bei uns, und wir haben wirklich viele Hotelbetriebe, die wir beraten, die ersten Themen auf, die wirklich auch nur noch schwer zu beherrschen sind. Die Behörden werden strenger, insbesondere was das Thema Videoüberwachung angeht. Das kann eine Behörde noch verstehen. Videokamera, Beschäftigte überwacht oder den Parkplatz überwacht. Die Gerichte verstehen mehr, worum es tatsächlich geht. Die Kunden erwarten unverzügliche, detaillierte Auskünfte, insbesondere solche Kunden, bei denen man gerade gesagt hat, ihr kriegt das nicht kostenlos storniert. Die kommen dann zum Terrorisieren gerne zurück und mitunter fordern auch mal Mitarbeiter Einsicht in die gespeicherten Unterlagen. Zum Beispiel bei Kündigungsschutzverfahren. Arbeitsrecht ist einer der Haupttreiber für Datenschutz-Compliance. Wie kann ich reagieren? Ich kann es nur ganz überblicksartig machen. Auch 3 Jahre nach Anwendung der DSGVO sind viele dort noch nicht gewesen. Den Ist-Zustand mal prüfen, einen Jahresplan aufstellen und wenn man nicht viel Geld zur Verfügung hat, trotzdem sagen, ich mache einen kleinen Budgetansatz, ich verteile das über mehrere Monate hinweg, versuche kontinuierlich ein paar von den Themen mitzuerschlagen und ein ganz wichtiger Punkt, auch das nochmal, versuchen Sie sich zu versichern gegen Cybersecurity-Risiken. Wir haben im letzten Jahr allein aus der Hotellerie ein gutes Dutzend an Sicherheitsvorfällen gehabt, wo wieder Kreditkartendaten abhanden gekommen sind, Gästedaten abhanden gekommen sind, APIs falsch konfiguriert waren, E-Mails von Hotel verschickt wurden und niemand weiß, woher die tatsächlich kamen. Das PMS aufgebrochen wurde und in jedem Fall kamen Kosten von über 10 und meistens sogar über 50.000 Euro. Eine Cybersecurity-Versicherung, die auch ein paar Anforderungen hat, die man dann erfüllen muss, kann einem helfen, die Kosten an dieser Stelle im Griff zu halten. Ein Riesenapplaus erstmal für Peter. Das war, also ich sehe schon, unser Nachmittag, der ist wirklich Power Charge von Wissen. Vielen Dank, dass du versuchst. Ich finde es faszinierend, wie du immer extrem komplexe Sachen wirklich extrem klein zusammendampfst. Ich habe ein paar Fragen erhalten vom Buch. Sehr gerne. Die würde ich gerne mal abfeuern, bevor wir noch ins Plaudern geraten. Und zwar Christian Heck von Hotel und Living am Wartturm hat gefragt, welche Versicherer bieten denn im Moment für kleine Privathotels Insolvenzversicherung an? Anscheinend hat sein lokaler DEHOGA-Landesverband und auch der spezialisierte Makler nicht helfen können. Hast Keiner. Du da einen Tipp? Keine. Also es gibt immer Ausnahmen. Ich kenne auch welche, die Glück hatten und wo der Makler nicht in der Lage war, den Versicherungsvertrag rechtzeitig zu kündigen und die haben eine Verlängerung bekommen. Mir sind momentan keine Versicherungen bekannt, auch keine R&V, die tatsächlich neue Versicherungen abschließen. Ja. Das ist leider so. Mit einer Ausnahme, es ist die öffentliche Hand beteiligt an dem Beherbergungsunternehmen. Also wenn man in großen Teilen zum Beispiel ein städtisches Unternehmen ist, dann kann das passieren, weil dort gibt es kein Insolvenzrisiko. Ja, ich glaube, also ich kriege das ja auch gerade so mit, aus der Touristik mit, ganz schwieriges Thema, Geschäft abzusichern, die Versicherungen irgendwo zu halbwegs wirtschaftlich darstellbaren Konditionen zu bringen, ist für alle, glaube ich, gerade momentan extrem mühsam. Also die Aussage von einem Versicherer war, wenn wir Sie bis zu 100 Millionen absichern sollen, weil das ist ja wieder global Absicherung, 100 Millionen, dann machen wir gern, wenn Sie die 100 Millionen auf dem Konto hinterlegen. Dankeschön für das Gespräch. Ne? Genau. Ich habe von Carina Stegmeier von Govendi, die wir auch hier vor, oder Gauwendi, Entschuldigung, die vorher auch oben schon war, ist auch der Tech-Anbieter, der eine Pauschalreise im Hotel ermöglicht, rechtlich verantwortlich oder liegt das beim Hotel? Also ich habe mal, mein juristischer Hausverstand kann sie auch beantworten, aber der Fachmann ist hier gefragt. Also natürlich das Hotel, also der Vertragspartner, diejenige Entität, die auf der Rechnung steht, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ich kann natürlich mir über einen iFrame eine Lösung einbinden, wo jemand Drittes schon Reisen vorpaketiert hat. Also vielleicht kann ich mir einen Expedia Click and Mix auf die Seite ziehen, weiß ich nicht.
dann sind die verantwortlich, aber grundsätzlich derjenige, der auf der Rechnung steht, und das wird im Hotel dann in der Regel auch das Hotel sein. Ich glaube, die Frage rührt so aus dem Kontext her, wir hatten heute Vormittag darüber gesprochen, dass Hotels immer stärker auch zum Bundling kommen können. Ja, wir hatten Obsthalsboom hier oben, die eigener Veranstalter werden. Da macht es natürlich die große Frage, wer ist verantwortlich bei solchen Sachen? Aber ich erinnere mich, ich möchte jetzt aber auf die Bühne holen und nicht mehr lange Zeit verplempern, weil wir nur so wenig davon haben. Malermeister und einen großen Jingle und Applaus abrufen für Alexander Seel und Thomas Danielczak, die uns den gläsernen Gast hier vorstellen werden. Und ich bin ganz besonders neugierig, weil nämlich an den Transparenz, den du ihn beauftragt hast, agiert. Ich bin gespannt, was sie uns mitgebracht haben. Drum spült sie auf die Bühne mit einem kraftgetankten, koffeingeladenen Mega-Applaus und unserem Jingle. Eure Stage. Der Reiseleistung für die Erfüllung einstehen. Und das ist teilweise schlimmer, als wenn ich jemandem sage, du kriegst halt nochmal das Hotelzimmer kostenlos oder sowas. Ich muss dafür sorgen, dass wenn das, gib mir mal irgendeine aktuelle Popgruppe. Eine Popgruppe? Irgendwas? Aktuell oder Queen? Ich habe gestern Nacht... Sagen wir die, okay, großer Auftritt und die fällt aus. Dann bin ich verpflichtet, eine Ersatzreise zu beschaffen zu einem adäquaten Queen-Konzert. Was das bedeutet, das ist mehr als die vielleicht 300 Euro, die es gekostet hat. Wenn die Therme zu hat, muss ich die Leute mit dem Bus zur nächsten Therme fahren, muss dafür sorgen, dass die offen hat oder dass da was passiert. Ansonsten können die Leute eben auch Schadenersatz wegen entgangener Urlaubsfreude, der dann auch bei entfallenden Konzerten, also New Kids on the Block oder sowas, vielleicht gibt es da Schadenersatz, wenn man teilnimmt, aber... Ja, also das ist tatsächlich ein Problem, was eben auch mittlerweile die Reiserechtsanwälte verstanden haben. Und das muss man sagen, jeder Deutsche hat einen Reiserechtsschutz. Das ist ganz toll für die Deutschen, das ist ganz, ganz schlecht für diejenigen, die Reisen anbieten. Ja. Weil es kostet nichts, sich beim Anwalt einfach mal zu beschweren. Tipptopp. Im Moment haben wir aus dem Tool keine weiteren Fragen. Ich sage ein riesengroßes Dankeschön, Peter, dass du heute hier warst. Danke. Es war wie immer ein großer Genuss. Bist du bei der Kaffeerunde noch da? Also falls jemand Lust hat, sprecht Peter an, werdet eure Fragen noch los.